wahrscheinlich, also würde ich zumindest jetzt mal schätzen, dass da die Rätsel ähnlich gelagert sind. Dass ich... Ja, den habe ich. Den lasse ich. Hopp. So viele verschiedene Gegner und man sollte ja immer das Element durchswitchen. Ah, okay. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus im Gesamten. Dann geht es jetzt dann gleich erstmal nach unten. Hier haben wir unsere Musik. Okay. Ich meine, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Auch gar nicht. Moment. Hier nach links. Von hier bin ich gekommen. Oh Gott. Kann ich ja hier mal einmal kurz Hack machen. Und da weitergehen. Ist es eine Karte? Bitte lass es die Karte sein. Ja. Für das ganze Gebiet? Nein, nur das da unten. Schade. Oh, ich habe mich gerade gefreut. Dann kommt mir das Spiel so um die Ecke. Ich habe mich gerade gefreut, dann kommt mir das Spiel so um die Ecke. Mann, nee. Okay, egal. Wir haben keine Karte für alles. Wir haben nur die Karte für hier. So. Dann da, da, da und raus hier. Einmal den hier töten. Einmal den da weg. Chop, chop. Hier runter. Und da runter. Oha. Als ob mir die hier Stacheln am Boden hinlegen. Einer der ältesten Tricks. Nicht drauf reingefallen. Ah. Oh, cool. Guck mal. Ein bisschen extra Geld. Weiß zwar nicht, für was ich es jetzt noch brauche, weil wir haben ja eigentlich alle Upgrades, die wir so kennen. Klar, hier und da noch eine Note, aber das ist ja wieder was anderes. Oh, oh. Gerade noch reagiert. Ja, ja, ja. Ah, Wasser. Dann hier, den hüpfen wir so. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Wir gehen jetzt hier ein bisschen ins Feuergebiet. Dann erstmal nochmal da rüber. Wo ich gar nicht hin muss. Aber es ist ein kleines Extra-Gebiet, das mir hier angeboten wird. Nennen wir es mal angeboten. Ich da lang, ich gehe da lang. Wir kriegen eine blaue Note. Zack. Nehme ich. Dann kann ich hier oben weiter. Frage ist, was erwartet mich da? Eigentlich nur der Weg zurück, oder? So. Okay. Okay. Okay, okay. Nee, nichts ist okay. Doch, alles ist okay. Alles ist okay. Da muss ich rein. Weil ich mich mit dem anlegen muss.
Jetzt muss ich da durch. Da durch, damit ich da durchkomme. Damit ich hier den Weg nach oben frei habe. Und dann hier runter lande. Und eigentlich könnte ich hier zwischendrin auch nochmal speichern. Ja, Katze? Speichern, habe ich gesagt. Gut. Wer erwartet uns hier? Okay. Nisi. Nein, nein, Limo. Hör zu, Nisi schon erklärt. Limo ohne Füße. Also keine Schuhe für Limo auch. Limo will Schuhe. Limo zieht auf Händen an. Schuhe nix gut auf Hände. Okay. Limo zieht Socken auf Hände. Was zur Hölle bin ich hier? Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Nein. Gefahr. Gefahr. Ein Angriff, ein Trick, eine Falle. Dame frisst uns. Hey, immer mit der Ruhe. Das ist keine Falle. Was für Geschöpfe seid ihr? Ihr seht zwie. Ja, schleimig aus. Ungezogen. Nee, sie kämpft. Dame mit Gruselwaffe und Haustiergeist besiegen. Zwie. Nehmt es nicht persönlich. Hab ihr nur, sie haben einfach nur Angst. Limo hilft Nisi im Kampf, ungezogene Dame und Geist gehen weg. Nisi an die Spitze, Rüstung stopft, Gruselwaffe. Stoppt. Moment, kämpfen wir jetzt wirklich? Wir schmecken nicht gut. Da. Okay, okay, okay. Moment, Moment. Ihr habt zu viel. Ihr habt einfach... Hey, aber das ist ja... Moment. Ah, warum springst du jetzt? Wer hat dir denn den Scheiß erlaubt? Du könntest du nicht einfach, das wäre super lieb, wenn du einfach sterben könntest. Bitte, die heilt. Aber der hackt ihn durch. Okay, Schleim muss zuerst sterben. Ich glaube, mit einem normalen Angriff ist mir hier einfach am besten geraten. Oder hier so ein Wirbel. Ach, das war's. Also, zuerst Limo und dann Nisi. Ganz wichtig, weil ansonsten wird hier permanent geheilt. Okay, das war Nummer 2. So etwas hatte ich noch nicht erlebt. Es tut mir leid, sie so zurückzulassen. Sie waren irgendwie niedlich. Zwie. Wir sollten verschwinden, bevor sie sich wieder zusammenschleimen. Oh, look at this. Oh, look at this story. Hoffnung, Träume und Unschuld. Lernen, den Schwachen zu helfen. Balsame und Salben lindern die Albträume. Die Dunkelheit verschlingt, der Verderben dringt weiter vor. Zuneigung wird zur Feindseligkeit. Ungeduld, Verzweiflung, keine Antwort gefunden, kein rechtschaffenes Gebet beantwortet. Wie bringe ich Ihnen bei, dass es zu spät ist? Gar nicht. Wir gehen hier raus, bevor sie sich wieder zusammenschleimen. Oh. Werden sie ja wahrscheinlich nicht machen, aber egal. Du... Ah, Baby. Oh, das war knapp. Das war aber mit einer Mühe an meinem Poppes dran. Erstmal gespeichert. Jetzt ist die Frage, ich muss eventuell von hier nach oben raus.
Oder ich muss von... Nee. Du kannst mich am Abend besuchen, kriegst einen Kaffee. Ja. Gibt halt leider hier kein Ding, ne? Egal. Da müsste ich jetzt tatsächlich schauen, weil ich muss ja hier mit dem Grünen. Das heißt... Hier lang. Ah ja, einfach so. Dann gehe ich von dem linken unteren zum linken oberen. Direkt durch. Ah, kurze Katzen-Interruption hier. Da geht's. Hopp, bisschen Energie, ein bisschen Energie, ein bisschen Energie. Genau. Ich glaube, wenn wir hier sind, hier, dann können wir auch mal zu dem linken oberen Eck, wo wir früher schon mal... oh Gott, ja. Kleiner, mieser. Stock. Kleiner Hagi. Weil ich jetzt nicht weiß... Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich über den anderen Weg. Den ich jetzt nicht gewählt habe. Oh Gott, ich hasse diese Dinge. Also das ist mit das Schlimmste. Das ist mit das schlimmste Ding von der Steuerung her für mich. Hallo, Karte. Karte. Ja, definitiv über den anderen Weg komme ich dorthin. Aber hier gibt es dann wahrscheinlich ein... Ah, nee. Dann muss ich jetzt gleich nochmal zurück. Auch wenn da unten der böse Gegner... Ahaha, aua. Der hat mich... Der hat mich angepasst. Mag ich nicht. Mag ich nicht. So, hier oben, da und dann dort. Dann nach links. Das hat so smooth gerade funktioniert. Das hat gerade echt so smooth funktioniert. Das war schon fast unheimlich. Hui! Blitz, Blitz, Blitz. Bei dem da unten ist es egal. Der kriegt so einen. Warte mal, ich kann doch so machen. Dann kriege ich hier schneller meine Energie wieder. So, und da brauche ich Feuer. Und da bräuchte ich Wasser. Und damit haben wir erstmal da alle Gegner einmal durch. Ich bin da geduldig bei manchen Gegnern, da habe ich gar kein Problem, wenn die da... Ne? Hätte ich auch komplett umgehen können, sehe ich gerade. Oh Gott. Ja. Oh, okay. Da muss ich also ein bisschen mehr aktivieren. Zack, zack, zack. Grüner Schalter. Der Schalter. Den muss ich halt wieder so machen wie gerade den. Und dann haben wir ja den blauen Schalter. Dann haben wir ja alle. Kann ich hier nach links. Kriege ich sicherlich wieder ein kleines bisschen was extra. Ja, eine rote Note. Die hat sich auch gelohnt.
Okay. Der Weg ist jetzt frei, dadurch, dass ich das da unten verschlagen habe. Genau. Au. Au, 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 au. Energie sammeln. Und jetzt hier, zack, zack. So, dann kann ich jetzt rübergehen zu dem nächsten Generator. Der vermutlich wieder einen kleinen Boss hat, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube nur. Bin ich so smooth? Ich mag das. Ja, so. Und auf den nächsten Weg. Weiteren Weg. Oh Gott. Den habe ich aktiviert, ne? Hier war ich. Dementsprechend kann ich hier hochgehen. Da auch Feuer switchen. Feuer aktivieren. Und das ist jetzt auch aktiv und ich kann einfach hier weitergehen. Da muss ich so rein. Da muss ich auch so rein. Da. So. Den respektieren wir kurz, den Gegner. Washi washi. Warte mal. Keine Grenze, die irgendwie etwas aussagt. Aber ich glaube, wir sollten erstmal nochmal nach rechts, weil der andere Weg, der führt dann nach oben. Geht's rein. Find 10 Secret Rooms. Ja, das habe ich gemacht. Und die beiden, die ich gerade jetzt kaputt gemacht habe. Ja, wo bleiben die? Das hat das hier freigeschaltet. Oh, und hier kriegen wir eine rote Note. Aber wenn es so weitergeht, na, das ist jetzt die sechste und fehlen nur noch zwei. Dann vielleicht noch mal eine blaue dazu. Wir warten auf die Kometen. Dann noch mal eine blaue dazu. Dann haben wir eigentlich ja, gut, ich glaube, dann haben wir erstmal alles, womit ich so glücklich sein kann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber trotzdem, rote Note, zwei Stück. Blaue Note, eine. Da ist Boss, da ist Speicherpunkt. Das Spiel ist schon sehr gnädig in solchen Sachen, ne? Wer erwartet uns? Halt! Wer seid ihr? Sie. Und ich bin Europa. Ihr tätet gut daran zu gehen, Europa. Der Fluch wirkt stark an diesem Ort. Wer seid ihr? Ich bin die letzte Wache dieses Schlosses. Nennt mich Mirian. Miria. Wenn der Fluch so stark ist, sollte auch ihr euch hier nicht aufhalten, Miria. Meine Pflicht verlangt, dass ich bleibe. Da meine Schwester gefallen ist, liegt die Last allein bei mir. Was ist passiert? Einer der anderen Wachen hat ihren Schwur gebrochen und uns verraten.
Offenbar war eines der magischen Artefakte hier mehr wert als ihre Ehre. Oder Dinas Leben. Ich sehe irgendwas anderes. Ihr habt mein Haus geplündert, Rupa. Meine mangelnde Wachsamkeit hat meiner Schwester das Leben gekostet. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, ich hätte aus diesem Fehler nicht gelernt. Bin nur hier, um zu helfen. Ja, gut. Miria, der Fluch wirkt sich auf euch aus. Lügen aus dem Mund eines Diebes. Hä? Oh. Hey. Ach, die kontert. Das ist ja geschickt. Hihihi. Ja, okay, nee, passt. Ah, die blockt halt immer, ne? Richtig unangenehme Zeitgenossin. Der Rage auf einmal her. Bist du besoffen oder was? Er leckt mich doch an Zuckerli. Was soll denn der Scheiß hier? Die rastet plötzlich komplett aus. Wir sind rot geworden. Ja, komm. Ja. Du weißt, wer wir sind. Oh, ich muss mir das jedes Mal anhören. Ist das euer Ernst? Ein Grund mehr, sie jetzt zu zerlegen. Okay, ich weiß ja schon mal. Ja. Ich kann halt immer nur eine Wirbelattacke ausführen. Dann entscheidet sie sich dazu, Kacke zu sein. Er ist schon schneller geworden. Gut. Ah, wir haben schon wieder Lack gesoffen. Ah. Und jetzt hier. Die hat halt viel zu viel Leben noch. Okay. Ah, das hat mich einen Lebenspunkt gekostet und ich glaube auch nicht, dass ich hier jetzt gerade den Luxus habe, mich noch mal irgendwo zu heilen, weil sie schon wieder auf Drogen unterwegs ist. Jetzt kann ich. Nein, kann ich nicht. Aber du musst dich halt entscheiden. Wie machst du es? Irgendwo musst du mal dich heilen, wenn du verkackst. Vielleicht ist Feuer das Richtige.
meine, letzten Endes macht es nichts aus. Ein bisschen mit mehr. Okay, never mind. Mit mehr Brachial rein ist halt auch nicht so. Puh, mit der muss man halt super geduldig umgehen und das finde ich doof. Na. Ach so. Kommt schon wieder. Wir sind schon wieder so unterwegs. Hey, das war ja schön. Das war gerade viel Schaden. Hab sie geschafft. Oh, sehr schön. Miria. Die blöde Nuss. Eieieiei. Wartet. Geh auf, bitte, tötet mich nicht. Talos wird von Monstern und Übeltätern überrannt und der Fluch breitet sich weiter aus. Wenn ich tot bin, werden die Monster das Theater stürmen, so wie sie es dem Waisenhaus gemacht haben. Europa, es gibt sonst niemanden mehr, der diesen Ort oder die unschuldigen Menschen, die noch am Leben sind, beschützen kann. Ich will euch nicht töten, Miria. Ich bin nicht euer Feind, wir haben das gleiche Ziel. Ich glaube euch. Ist nur, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Ich kann nicht klar denken. Es ist an der Zeit, sich seine eigenen Fehler zu verzeihen. Ihr habt eure Schwester und eurem Erbe als Wache Ehre gebracht. Sie wären stolz auf euch. Das ist meine Hoffnung. Puff, und weg ist sie. Ah, die blöde Nuss. Ganz ehrlich. Wie kann man denn so Rampage gehen? Du denkst halt irgendwann, ja okay, das ist halt dann mal wieder vorbei. Die Attacke war jetzt nicht krasseste. Du hoffst, dass es wieder vorbei ist. Du betest, du glaubst und überhaupt und bla bla bla. Die macht einfach weiter. Macht bald. Macht bald. Egal. Wir haben es geschafft. Da möchte ich mich einfach nur durchschleichen. Ich glaube, hier gibt es für mich nichts mehr zu holen. Dementsprechend erwartet uns ein kleiner Weg hier raus. Da raus, da raus. So, jetzt kommen wir dem Switch. Okay, du nicht. Nein. Hoch, rüber raus. Dann da kurz durchswimmen. Hier ist dieses Theater. Aber ich glaube. Doch, in diesem Theater kann ich. Wie viel brauche ich? Moment. Wie geht es euch, junge Kriegerin? Schaut, was ihr gefunden habt. Ausgezeichnet, jetzt werde ich euch helfen. Ah, sieh an. Ich kann wieder ein Schild-Upgrade machen. Sehr cool. So. Mehr, glaube ich, gibt es hier auch gerade nicht. Nämlich. Hier raus, da raus. Ja, klar. Komm, Kleiner. Hui! Da flog die Attacke. Recht rum. Damit sind wir dann gleich wieder in...
Damit sind wir dann gleich wieder im Angriffsmodus. Hui. Und wir sind jetzt da. Hey, ich kann aber da nicht durch, oder wie? Das wäre jetzt mal ein kleiner kurzer Check. Hier ist ja noch einiges im Argen. Ja, aber da geht es dann final weiter, scheinbar. Hier drüben geht es einfach auch gerade gar nicht raus. Naja, okay. Dann ist dem halt so. Miau. Piu, piu. Wir gehen jetzt einfach schnell darüber. Und wenden uns, ich musste hier rein. Dann da oben rum. Über den Weg. Daran. Bisschen Energie sammeln, ist immer gut. Was Theater? Da war der Feuerarsch. Genau. Und damit gehen wir zum letzten Generator. Der ja da oben irgendwo noch sein muss. Ich hasse es. Die zirkulieren einfach nur um dich herum. Die machen halt nichts groß. Basically existieren sie ja auch eigentlich nur. Aber sie gehen mir auch noch auf die Nerven. Muss das sein? Sehr gut. Sehr geil. Einfach den direkten Weg zur Karte. Das heißt, dieser eine Raum, wo ich gerade hätte rein können, wäre ein Bonusraum gewesen. Und deswegen müssen wir wieder zurück, weil wir wollen alles mitnehmen. Eigentlich will ich nicht wirklich alles mitnehmen, wenn ich mal ehrlich bin. Aber wenn ich halt sowas sehe wie, hey, Karte, 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 bla bla bla. Und brauch dich mal kurz hier unten. Dankeschön. Dann, ja, hier diese roten Noten. Wenn ich schon weiß, da gibt es mehrere rote Noten, ja dann, wenn das Ziel so nah ist, dann versucht man ja trotzdem mal. Hm? Wisst ihr, wie ich meine? Und das war eigentlich gerade auch ein relativ einfaches Ding. Ne? Man musste nur mit diesem Sprung nach unten kurz im richtigen Winkel und dann mit richtigen Luftdruck und allem da exakt springen. Gar kein Problem. Okay, eigentlich war es nicht so schlimm. Ich suche von Einsamen. Sie suchen ein einst vertrautes Gefühl, eine halbe Erinnerung an Nähe, die sich ihnen entzieht. Guck mal. Das sinkende Gefühl des Verlassenseins, Wut, Trauer, dann nichts. Das Echo der Liebe erheißert ein Ohr. In den Sternen Trost, im Himmel Freiheit, im Herzen eine Hoffnung auf mehr. Sagt er so. Oh, warte mal. Von hier aus nach rechts. Ah, Wasser. Cool. Warte mal, von hier aus nach rechts. Da, das ist ein abgeschlossenes Ding, da gehen wir zuerst mal kurz ran. Ich muss. Probleme im Leben. Da muss ich wieder die Füße anpinkeln. Klappt auch ganz gut. Der war nämlich gerade Elektro. Denn ich sehe da oben eine Erddinge. Das ist cool. Das ist meine Fahrt zurück. Und was kriege ich gerade hier? Was kriege ich da?
Nur eine blaue. Schade. Ah, ihr wisst doch, dass ich gerade auf eine rote Note gehofft habe. Klar. Eine rote Note wäre gerade echt gut gewesen. Wäre die letzte gewesen, hätten wir einen Lebenspunkt mehr. Auch wenn ja diese Spielweise hier über die Schilde ganz gut funktioniert, hatte ich es mir ja gerade schon erhofft. Gut, wir müssen... Muss ich da lang? Ja, ich sollte schon da erstmal lang, um das auch noch freizuschalten. Wir haben hier relativ viele Schachfiguren. Also einen kleinen Hinweis vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, das machen wir kaputt. Mehr muss es nicht sein. Schap, schap. Also, ach, ich wollte gerade irgendwie cool sein und dann war ich es einfach nicht. Wir reden nicht darüber. So. Jetzt muss ich nur noch da durch. Ab. Und raus hier. Kein Gegner. Der Raum hätte sich gerade richtig angeboten. Ach, never mind. Nein, nein, nein. Das ist jetzt nur die Verbindung, die geschaffen wurde zu dem Bereich von vorhin, zu dem Feuerbereich. Und sind wir da durch. Sehr geil. Also, ich hab's halt aufgemacht, ne? Was Besonderes. Kann ich hier schnell, einfach und unkompliziert? Jo, kann ich. Ich hab mich nur einmal gehittet in der Zeit. Zack. Und durch da. Dann kurz Schild wieder auffüllen. Hagi. Jetzt müssen wir da lang. Anders geht's nicht. Gut geklappt. Das wurde abgewehrt. Das ist auch okay für mich. Perfekt. Guck die ganze Zeit hier so eine Wand noch oder sowas, dass vielleicht doch noch irgendwo was versteckt ist. Aber nein. Ich glaube, ich krieg hier keine rote Note mehr. Ich weiß jetzt nicht, warum... Also was dieser Raum jetzt hier sollte, so... Basically hätte ich ja jetzt gerade auch über alles drüber schweben können, wenn ich es richtig gemacht hätte. Elektro ist frei, wir können uns heilen.